So, jetzt sind wir mehrere Wochen später und wir sehen unser erstes fertiges Werk direkt vor Ort, Probe gehängt. Und ich muss sagen, mir gefällt es gut. Jetzt wollen wir mal sehen, wie wir das weiter gestalten. Kamera ist gerade. Kamera, nimmst du schon auf? Ja, ich habe es gerade ausgestellt. Das kann man machen wir jetzt Cut-Klappe die zweite. So, jetzt haben wir hier die zweite Variante auf der Kellertür, die wir damit doch, denke ich, erheblich aufwerten. Ist das noch eine Kellertür? Für mich nicht mehr. So, das werden wir jetzt in Kürze in Realität umsetzen, das heißt fixieren. Na ja, schneide. Wenn ich so ganz bis an den Rand, so ein bisschen Luft lassen. Ja, so. Ja, genau. Warte. Wie ist denn die Schere? Ja, okay. Ja, die ist schon verrostet. Ja, ja, die müssen wir abschneiden. Früher war es ein Designermodus. Cool. So, in feierlicher Prozession wollen wir das erste Bild anbringen. Wir haben Doppelklebeband genommen und ich möchte das unbedingt nochmal zeigen. Hier auf der Rückseite gibt es eine Zertifikatbezeichnung für jedes Bild. Mit Datum, mit Unterschrift, das wird man dann wahrscheinlich nicht mehr so sehen, aber deswegen zeigen wir es jetzt einmal, bevor wir das aufhängen. Das ist quasi die Beglaubigung, dass es sich hier um ein Original von unserem Künstler Wolfgang Sauer handelt. So, und du justierst mich jetzt, wie wir das anbringen. Ich halte mal ganz langsam, bevor... Ja, ich denke, Karl Günther, ja... Oh, warte mal, ich kann mal mit unten gucken, dass es den gleichen Abstand hat. Ja, so, okay, unten ist okay. Wieso hält das da jetzt dran? Ja, wir sollten das erstmal ein bisschen fixieren. Ja, bei dem anderen ist schon dran. Ja, da haben wir schon. Also ich denke mir. Fest. Ja, dann gehört es. Da bist du nächsten Wochenmal gehört. Dann wird Tür und Bild 1. Weil die Tür. Da fiel die zweite Bombe nach dem Bericht von der Helga Abst. Erste im Garten, zweite vor der Haustür, die dritte hier mitten rein. Aber das Nachbarhaus ist ein Doppelhaus. So, eben hat es so wunderbar. Das muss tiefer, das muss ein bisschen tiefer. Vom Abstand her, genau. Was meint ihr? Ist es okay? So ist es eigentlich schon. So, wie seht ihr, wie geht oder das aus? Klein, nach rechts, oder? Nach rechts. Ist hier meins nach rechts? Oben am Kali, obere Hand, ein klein bisschen, ja jetzt. So. Wenn man nach dem Bullauge da guckt. So? Ja, denke so. Ja. Aber so machen wir. Wir können es nochmal heften. Ja. Wir heften. Ja, okay. Und dann gucken wir mal. Genau, geht ihr mal in die Seite. Wichtig ist, dass ihr hier oben... Ja, man kann es akzeptieren. Doch, ich finde, dass man hier vielleicht... Ein bisschen künstlerische Freiheit darf auch dabei sein. Ja, guck mal, stell dir mal vor, der schiefe Turm von Pisa wäre gerade. Ja, ich finde das gut. Das hat keinen Sinn. Ich gehe mal hier hin, guck mal hier. Ja, wir müssen das jetzt Sieht echt toll aus. Also die Tür würde ich auch nehmen. In dem Zustand, ne? Ja, sieht wirklich gut aus. Gut, dann sagen wir allseits, ist okay, wir fixieren jetzt ganz vorsichtig. Ja. Mit einem Tuch. Mit einem Tuch. Ja, hier hinten in der Küche, da liegt ganz frisches... Ich hole mal. Da liegt links in der Ecke, liegt gut. Ganz frische Spültücher. Dann nehmen wir ein frisches Spültuch. Ja. Da habe ich also noch keine alte Bratpfanne mit abgeputzt. So. Also, auch das gehört zur Ausrüstung, ein frisches Spültuch. Ja, genau. Hoffnung, dass ich ungefähr die Mitte erwische. Ich weiß gar nicht, wo das Klebeband sitzt. Das sind Bilder, die eigentlich sehr häufig bewegt werden. Ne? Also insofern haben sie schon was Besonderes. Ne? So, voilà, es hängt. Jetzt frage ich dich nochmal, bitte. Wenn das Spültuch nicht bunt ist, dann ist die Fixierung auch nicht. Richtig. Das ist Beweis dafür, die Fixierung ist in Ordnung. Und jetzt haben wir die Gelegenheit nochmal zu fragen, lieber Wolfgang, was hast du dir dabei gedacht? Ja, erstmal sollte es ja was Farbenfrohes sein. Ja. Ich denke, das ist auch geschehen. Es
Man soll assoziieren eine südländische Landschaft mit Meer, mit Himmel. Das Weiß der Häuser assoziiert man möglicherweise Toskana. Ein Haus habe ich exponiert mit diesem Rot gefüllt. Und dass wir hier eine Häusergruppe haben, wo man halt eine südländische Landschaft assoziiert. Das Blau ist sehr intensiv, das ist ein Azul-Celeste, ein himmlisches Blau. Himmlisches Blau. Ich finde das einfach nur toll, das Blau. Es geht hier so eine Verbindung mit dem Gelb ein, ja. Dieser Patina, Gelb, färbt sich grünlich. Mhm. Und dann finden wir dieses Grün in den Paul-Figuren wieder. Dieses Grün verbindet sich mit dem Handlaufgrün. Ja, und ich glaube, das ist sehr gut gelungen, auch wenn das vielleicht so aus der Entfernung nicht so merkbar ist. Dieses Grün korrespondiert wirklich mit dem Handlauf. Das ist ganz deutlich zu sehen. Es ist ich habe es gemischt auf der Palette mit dieses Blau und mit diesem Patina-Grün. Darunter sind so Erdfarben, Sienna gebrannt, Sienna Natur, also erdverbundene Farben, die dann mit diesem leuchtenden Patina-Gelb noch überdeckt werden. Und dann finde ich es ganz schön zu diesen Farben, dass die Pauls halt, diese Paul-Symbolfiguren in Grün halt rausleuchten, ausdrucksstark mit diesen Augen, die so ein bisschen Neugierde und auch Kommunikation vermitteln. Richtig, also sie kommunizieren untereinander, aber auch mit dem Betrachter. Ja, genau. Das ist das Bild. Hier springt etwas heraus, das Bild will mir etwas sagen, es guckt mich an, es will mit mir kommunizieren, ohne dass auch nur ein Wort fällt. Die lautlose Variante. Also ich empfinde persönlich die Farben sehr schön, es passt sehr gut zu der Tür und die Mittelmeeratmosphäre kommt auch sehr gut durch diese Gelbtöne und Ockertöne heraus. Also wenn ich durch diese Tür gehe, gehe ich in Urlaub und das kann ich in Kassel. Das wird schon was heißen. Ne? Ja, das assoziiert, also assoziiert Urlaub. Ja. Tatsächlich, ja. Das ist ja, ich denke, das kommt ganz gut rüber und der blaue Himmel, den werden wir ab und zu mal mit dem Original vergleichen und ich glaube, es kommt hier auch in Kassel ganz gut hin. Das Ganze ist natürlich geometrisch nicht ganz genau, soll es auch nicht sein. Nein, das soll es auch nicht. Mit Kohle skizziert, hinterher noch mit einem Fixativ die Kohle fixiert. Das ist eigentlich das Schöne, dass ich, ja, ich habe mir gedacht, skizziere die Häuser einfach lebendig da rein. Das war die Idee dabei und so, es ist jetzt entstanden. Der Strich muss leben, wie die Häuser und Paul natürlich im Besonderen. Und so kommuniziert Paul mit jedem, der hier reinkommt bzw. auch rauskommt. So, das sind die ersten Pauls. Jetzt machen wir eine kleine Pause und dann schauen wir mal mit den nächsten. Und ich habe Text. Aber du musst ja auch... Doch. Nee, wir decken es ab. Ich habe gerade geguckt. Das muss passen. Guck mal. Das muss man hinkriegen. Ja, das geht. Das muss man hinkriegen. Gut, dann machen wir erstmal den unteren. Mhm. Läuft das schon? Ja, ja. Kann man ja rausschneiden. So, der nächste Versuch. Unsere Kellertür, frisch geweißt, aufgehübscht. Und jetzt kommt die Krönung. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir das hier reinkriegen. Ich versuche das mal mittig, also ein bisschen frei hängen zu lassen. Und wenn wir den richtigen Punkt erwischt haben, dann, aber mit oben müssen wir mal gucken, dann drückst du einfach mal an. Mit dem Schrankchen täuscht das. Hier sind wir? Nee, so ist es doch. So, ich finde, es geht ein bisschen rüber nach rechts. Nee, kann man ja auch vielleicht ein ganz kleines... Ein Zacken nach rechts, ein ganz... Hier oben. Man kann ja von hier mal gucken. Ja, guck von hier. Also. Ja, das muss auch aus der Entfernung wirken. Ja, vielleicht... Ein ganz kleinen Tacken. Hier, das hier? Ja, oben. Ganz klein bin ich oben. Wenn du es unten jetzt fixierst... Okay, ich fixiere das hier mal als Drehpunkt. Ja. Okay. So, jetzt brauche ich... Ja, okay, wenn du oben jetzt ein bisschen nach rechts gehst. Ach so, okay. Ja, genau so, ist es okay. Oder? Ja. Klein bin ich noch? Nee, zu viel, zu much. Ja, das sind aber nicht in gleicher Höhe. Mhm. So, jetzt versuche ich noch ein bisschen rüber noch. Nach hier. Nach links? Ja. So? So? Ja. Ja, okay. Dann drück mal. Jetzt hier fixieren. So. So, jetzt kommt wieder unsere festliche Fixierung. Ist es in einer Flucht?
Von oben nach unten? Meine schon. Ja, sieht man ja. Ja, wir haben ja noch alte Videos vom Flur, wie der früher aussah. Ja. Das war wirklich schlimm. Ne? So, jetzt ist es vollbracht. So, es ist vollbracht. Wir haben es geschafft. 4 Bilder hängen, die auf der Kellertür, wobei das jetzt gar keine Kellertür mehr ist. Und wenn jetzt nochmal der Schwenk hier rüber kommt auf unser Hauptwerk, auf der Eingangstür, wie die sich mit dem anderen Untergrund, die beiden Untergründe sind ja so unterschiedlich, die beiden zusammengeführt werden. So, eine Besonderheit haben wir ja hier, wir haben ja schon über Paul gesprochen, unseren grünen Paul, der sich so schön ans Gelände anpasst, der hat auch eine bestimmte Bedeutung. Wolfgang, hättest du da noch 3 Worte für? Ja, das ist Paul, vor 6 Jahren entstanden als Skulptur im Keramikbereich, dann habe ich ihn auch in Acrylzeichnungen, in Aquarellbildern verwendet und hier ist er halt in diese Acrylbilder reingeflossen. Ist eine positive Figur, er guckt witzig, neugierig, genau. Ganz einfach, lebensbejahend und dann passt er in seiner grünen Färbung auch in dieses mediterrane Umfeld wunderbar rein. Und das Schöne ist eigentlich, dass diese Bilder von dieser Kellertür oder dieser Dielentür, die kommunizieren halt über Paul und die Farben mit den Pauls, die hier als Duo sozusagen auf jedem Bild vorhanden sind. Ja. Die kommunizieren untereinander und miteinander. Richtig, ganz genau. Und wir stehen dazwischen und fühlen uns von beiden beobachtet bzw. mit beiden kommunizieren dargestellt. Ja. Das finde ich ist voll gelungen. Vielen Dank. Ja. Ja. Künstler. Vielen Dank. Super Sache geworden. Ne? Ich denke schon, ja. Mhm. Da ist eine schöne farbenfrohe Geschichte. Ja. Die Bilder leben. Es muss ja auch. Und ja, die Farben springen richtig schön raus. Ja. Das ist eigentlich das Positive dabei. Mhm. Und ja, das Interessante ist nochmal, dass die Kohlezeichnungen halt nicht exakt geometrisch sind, sondern einfach auch leben. Die Striche leben, die Farben sind in mehreren Schichten aufgetragen, also sind dann transparent nochmal übereinander gelegt. Und wenn man genau hinguckt, leuchten auch bestimmte Erdfarben noch durch. Also hier in dem Bereich leuchtet auch das Grün nochmal durch. Ja, ja, deutlich. Hier habe ich das auch so gemacht, dass da mal ein bisschen Grün partiell dann nochmal durchleuchtet, damit es nicht so platte, einfarbige Flächen gibt. Ne? Das habe ich in allen Elementen so gemacht. Wobei jedes Element, jedes Bildelement eine andere Farbgebung hat. Ja, ja, wunderbar. Das war ein schönes Abschiedswort. Und ich danke dir nochmals für diese Mühe, für diese Anpassung. Denn das ist speziell gemacht worden. Hierfür in den unterschiedlichsten Formaten. Auch ungewöhnliche Formate sind hier gewählt worden. Aber das Motiv passt und ist durchgängig. Vielen Dank nochmal. Und ich glaube, damit können wir die Kunst am Bau abschließen. Okay. So, jetzt komme ich mit meinem Künstler zu heute grünen Günther Netzer aus der Tiefe des Raums. Ne? Und ich wollte unseren lieben Zuschauern auch einmal ein Bild aus der Distanz zeigen. Denn ein Kunstwerk lebt ja nicht nur davon, dass man hier mit 10 cm Abstand mit der Nase darüber fährt, sondern man muss es auch aus der Distanz sehen. Und das zeigt sich sehr schön hier. Wir haben hier die längste Sichtachse benutzt, dass man auch dieses Kunstwerk aus der Distanz sehen und wahrnehmen kann. Und es korrespondiert sogar mit dem Grundriss des Hauses. Denn das ist diese Linie, die auf die Treppe zeigt und es gehört so zusammen. Das war so der Abschlussblick in die Ferne bis zum Mittelmeer. Das war's. Dankeschön. Okay. Ja. Machen wir mal Wasserwaage als Lot, an dem orientiere ich mich. Bisschen tiefer. Wolltest du, dass es mit der Kante ankommt oder sollte dazwischen Luft sein? Wir könnten auch ein bisschen Luft lassen, das fände ich gar nicht mal so schlecht. Ja, ja, so. In welcher Höhe wolltest du es jetzt haben oder Verlängerung? Sturz. Ja, dann passt es jetzt. Passt es jetzt? Ja. Oder muss ich höher?
Nee, das passt genau. Ich kann ja nochmal von hinten peilen. Noch ein letzter Kontrollblick. Wasserwaage. Wasserwaage steht noch, hat sich nicht gerührt. Ja, dann ankleben. Dann mache ich mal ganz langsam. Noch haben wir die Chance. So. So. Noch okay. Tippe Nummer. Optisch. Du kannst ja nochmal oben drüber peilen. Mit optischem. Ja, ne? Ja, ist okay. Aha. Ja, nein, Druck, aber das ist okay so. So, okay, dann lassen wir es so. Mhm. Ist ja nochmal ein Tuch holen, ne? Ja. Ich helfe. Kein Küchentuch, aber. Aber ein schönes, weiches Frottetuch tut's auch. In der Mitte? War nix, ne? Da war nix. So. Ja, wenn da so ein bisschen in der Mitte durchgebeult ist, dann wirkt es räumlicher. Das, ja, wirkt räumlicher. So, dann haben wir das jetzt auch. Passt auf, schön hier. Ja. Dann kann man das auch mal so lassen. Genau, glaube, ist das fünfte, hier, der letzte ist das Paul. Der Ausklang. Ja, ne? Ja, genau. Der letzte aller Pauls auf dem Obergeschoss. Er schwebt ja überall. Da passt ja dann, der Bauer ist ja nur auch Paul. Genau. Ja. So, schön. Jetzt haben wir die. An die Treppe runtergehen. Kann man nämlich die anderen auch noch sehen. Jeder oben der, ja. Paul Ensemble im Haus von Paul Absen. Genau. Zumindest hat er die erste Version gebaut. Ne? Bei der zweiten waren ja seine Töchter und seine Frau. Genau, und in Memoriam, jetzt bleibt er weiterhin im Haus. Ja. Na, das ist zumindest schön. Ist der Name. Zumindest der Name.